die Vorstellung nun, dass man Menschen dadurch benachteiligt, dass man in der Sprache etwa als neutralen Ausdruck das Männliche verwendet, die halte ich für völlig absurd. Diese Gender-Debatte, was hältst du davon eigentlich? Es gibt einen vernünftigen philosophischen Ausgangspunkt dieser Debatte, der ist ganz einfach nachvollziehbar. Es gibt einen Unterschied zwischen unserem biologischen Equipment, also das, was uns mehr oder weniger unterteilt, in biologisch gesehen Männer und Frauen mit bestimmten biologischen Fähigkeiten, und unseren sozial vermittelten, kulturell variierenden Einstellungen zu unseren sekundären Geschlechtsmerkmalen. Auf Englisch nennt man das erste Sex, das biologische, und Gender, die kulturell variierende Geschlechtsrolle. Die Vorstellung nun, dass man Menschen dadurch benachteiligt, dass man in der Sprache etwa als neutralen Ausdruck das Männliche verwendet, die halte ich für völlig absurd. Sollen wir jetzt sagen, statt der Mensch, was der neutralste Ausdruck für uns als Gattung ist, die Mensch oder das Mensch? Das heißt, die Vorstellung, dass wir lediglich, indem wir maskuline Ausdrücke, also grammatische Ausdrücke verwenden, auch biologische oder Gender-Vorurteile transportieren, ist erst einmal eine völlig unbegründete, soziologisch meines Erachtens nicht belastbare Hypothese. Also wenn ich jetzt bei Berufsbezeichnungen noch ein IN dazu mache, die Professorin und die Kauffrau, ist das eigentlich eine Diskriminierung der Frau? Ich würde sagen, es ist eine Diskriminierung insofern, als diskriminieren ja heißt, einen Unterschied machen. Das heißt, wenn ich anstatt eine Berufsbezeichnung zu thematisieren, plötzlich darauf hinweise, dass ja wohl biologisch gesehen männliche Mitglieder der Spezies Mensch und weibliche Mitglieder der Spezies Mensch und alles, was dazwischen und drumherum steht, in Betracht kommen sollten, sehe ich ja gerade nicht mehr den Menschen als Menschen, sondern jetzt schon den Menschen als auf eine bestimmte Weise geschlechtlich markiertes Lebewesen. Und das ist ja eigentlich das Problem. Warum ist das das Problem? Das Problem, gegen das die Gender-Diskussion anargumentieren möchte, ist ja, dass wir, indem wir so tun, als wären wir blind für das Geschlecht des Menschen, implizit die Männer bevorzugen oder implizit die Frauen bevorzugen, je nach Kontext. Das ist ja eigentlich, wogegen man sich im Namen der Emanzipation, das heißt eines Ideals der Gerechtigkeit, wenden wollte. An dessen Stelle ist jetzt getreten ein dauerndes Gerede darüber, wie man reden soll, anstatt ein akutes Handeln. Man handelt ja nicht deswegen im Sinne der Gerechtigkeit und der Gleichheit besser, nur weil man plötzlich seine Kolleginnen als Kolleginnen dauernd anreden muss. Sagst du jetzt Studierende zu deinen weiblichen Studentinnen oder sagst du Studentinnen? Ich sage Studierende, weil es den Vorteil hat, dass man nicht dauernd über seine eigene Sprache stolpert und sehen muss, ob man auch irgendwie das Femininum irgendwo angemessen eingesetzt hat. Insofern sind diese neuen neutralen Ausdrücke zumindest im Alltag hilfreich.